Einen wunderschönen guten Tag erstmal. Bob der Biermeister ist wieder am Start und hier trinke ich Bier. Heute wackelt der Tisch ziemlich. Lol. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, heute passend zu meinem Shirt, meinem England, Hardrock Café England, London Shirt. Ich weiß nicht, ja, man sieht das normal. Normal sieht man das alles gut. Was mir meine Großeltern aus London mitgebracht haben. Vielen herzlichen Dank dafür, hat mich sehr gefreut. Passend dazu haben wir heute auch ein Bier, was aus England stammt. Und zwar das Iron Maiden Trooper. Für diejenigen, die es nicht wissen, Iron Maiden ist eine Metalband. Und ja, ich war letztens im England-Shop, habe dann dieses Bier gesehen und dachte mir, das könnte gerade so passen, weil ich fahre ja auch Metal, also ich fahre ja auch Metal, ne? Und ja, mich hat auch das Design gut angesprochen. Habe jetzt 4,50 Euro, glaube ich, für die Flasche bezahlt, so, aber naja, ist halt was Besonderes, da kann man sich ja auch nochmal gönnen. Und wenn man dann ein Video dafür macht, dann ist das auch nochmal geiler. So, hier der Kronkorken allein, der ist schon ziemlich geil. Ja. Und jetzt will die scheiß Kamera nicht fokussieren. Naja, egal. Auf jeden Fall. Iron Maiden Trooper. Und zwar Premium British Beer. Alkoholgehalt von 4,7%. Naja, ihr kennt mich. Ab 5 ist okay. Und ja, alles über 5. Top. Naja, gut. Ja, was haben wir denn hier? Bla 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 bla. Naja, gibt eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass ich echt gespannt bin, wie dieses Bier schmeckt. Das Design ist so geil, Alter. Viel besser als so ein normales Etikett, wo da einfach nur dein Name draufsteht. So, weißt du, schön. Ja, ihr wisst schon. Ne? Auf jeden Fall habe ich jetzt hier mein Augustinerglas. Ich habe leider kein englisches Bierglas, sonst würde ich das jetzt nehmen. Naja, was sollen wir machen, ne? Oh, auf jeden Fall dürft ihr mir jetzt zuschauen, wie ich das Bier öffne. Ja. Hier sieht man den nochmal. Richtig geil. Richtig schöner Kronkorken. Mit so einer langweiligen Blechscheiße. Jetzt suche ich meinen. Ah, hier ist das Glas. So. Ja gut, dann werde ich es jetzt verkacken oder auch nicht, das Bier einzukippen. Naja, okay, verkackt habe ich es jetzt nicht. Bierkrone. Naja, gut, weil die Farbe. Ja, ist so eine Mischung aus einem hell aus einem hellen und einem dunklen Bier. Die Farbe gefällt mir sehr gut. Es riecht auch sehr gut. Ja. Ah. Okay, hier steht The Cult of the Light Brigade which inspired the Iron Maiden song The Trooper. Steht so eine Story da hinten drauf, aber Prost! Ja, also es kommt mir irgendwie bekannt vor, muss ich sagen. Und zwar irgendwie, das schmeckt so wie so ein richtiges Starkbier, so, ne? Also jetzt nicht hier so ein Standardbier, das ist so ein richtiges Starkbier, schmeckt das gerade so. Also
Ja, keine Ahnung. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Schmeckt sehr, sehr gut. Die Bierkrone ist schon ziemlich tschau. Die musste schon ganz, ganz dringend los. Naja. Ich muss gleich auch ganz dringend los. Deswegen muss ich wahrscheinlich das Bier gleich wieder essen, Alter. Ja, gut. Ja, gut, das Bier, das. Das ist okay. Kann man sich durchaus geben. Ich hatte jetzt irgendwie was anderes erwartet. Ich kann euch aber auch jetzt nicht sagen, was ich erwartet habe. Aber ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut. Kann man sich durchaus mal gönnen für 4,50 €. Ja, also ich gebe dem Bier jetzt mal von 10 möglichen Punkten. Sieben, würde ich mal sagen. Sieben, ja. Weil es ist einfach besser als der Durchschnitt, aber es haut mich jetzt auch nicht vom Hocker, sagen wir so. Also so goldene Mitte zwischen Durchschnitt und vom Hocker hauen ist halt die 7 und ja. Ja. Gut, dann versuche ich dieses Gesöff jetzt mal zu ächzen, weil ich muss ganz, ganz dringend los. Nein, muss ich zwar nicht, aber auch egal. Ich habe einfach Bock, dieses Bier jetzt gerade zu ächzen. Vor allem, weil wir noch. Oh toll, jetzt sehe ich die Uhrzeit nicht. Wir haben auf jeden Fall vor 12 Uhr. Also diese Regel, kein Bier vor 4 existiert bei mir nicht. Ja. Mir ist scheißegal, wenn ich Bier trinke. Wenn ich Bock habe, ein Bier zu trinken, trinke ich ein Bier, auch wenn es morgens um 6 ist. Gut, dann bin ich meistens doch einfach die ganze Nacht wach gewesen. Aber dann könnte ich mir auch morgens um 6 ein Bier. Ja, also. Prost, Leute. Ja, Mann, das haut gut rein auf jeden Fall. Ja, gut, dann würde ich auch sagen, dann war das auch schon wieder, ne? Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr mit mir ein Bier getrunken habt. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut hier rein, wenn es wieder heißt, Bob der Biermeister trinkt ein Bier.